einigen Schnittbildern und meinem Outfit of the Day. Hashtag Insta-Hype. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Heute ein bisschen Gelaber, ein paar laute Autos im Hintergrund. Aber bevor jetzt hier irgendwas losgeht, gehe ich erstmal ins Gym und wir sehen uns danach wieder. So Freunde, da sind wir wieder außerhalb des Gyms. Ihr seht jetzt im Hintergrund das wunderschöne Nationalstadion, aus dem ihr locker auch noch mal was sehen werdet in meiner Zeit hier auf Malta. Da gibt es so einen Plan. Ja, ich laufe jetzt erstmal zur Bushaltestelle. Die ist noch ungefähr 30 Meter entfernt, also Riesentrip. Und dann geht es nach Hause. Und dann erzähle ich euch noch mal was über dieses T-Shirt hier. Denn wer das noch nicht weiß oder nicht auf Instagram folgt, was ihr auf jeden Fall machen solltet, genauso auf Facebook, Twitter, das ist mein Projekt hier auf Malta. Und für alle, die immer noch am Fragen sind und immer noch nicht wissen, wie lange ich noch hier bleibe, ich bin noch hier bis zum 5. September. Konzentriert euch. So Freunde, das Sommer auf dem Balkon mal wieder. Ist ja auch schon etwas länger her, dass wir hier saßen. Diesmal nicht mal auf einem der coolen Stühle, sondern auf einem ganz normalen Gartenstuhl. Aber naja, was willst du machen? So, ich bin mittlerweile wieder da, frisch geduscht und so weiter und so fort. Video ist schon halb fertig geschnitten. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommen wird. War mal so ein bisschen mein Weg vom Gym zurück und ja, allgemein so ein bisschen mit Musik halt gecuttet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe nicht so die großen Schnittkünste, gerade in meinem Schneideprogramm. Ich kann beispielsweise nicht reinzoomen und sowas. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mit dem Programm funktioniert. Das ist auf jeden Fall relativ belastend, aber ich hoffe, die Vlogs sind trotzdem einigermaßen gut. 17 Tage müsst ihr euch noch damit begnügen, dass ich nur Handyqualität habe, obwohl die Kamera wirklich gut ist. Schreibt mir eure Meinung zur Kamera in die Kommentare. Ich finde die echt nicht schlecht, denn dann bin ich wieder zu Hause und dann habe ich auch eine neue Kamera hoffentlich. Ja. Ansonsten, ich habe ja gesagt, ich möchte noch mal hier so ein bisschen reden. Dying Heroes. Was ist das und warum bitte ich euch jetzt da vorbeizuschauen? Link zu Instagram und zu Facebook und zur Homepage, gerade die Homepage ist wichtig, sind in der Videobeschreibung. Das ist quasi mein Projekt hier in meinem Praktikum, diese Firma. Es ist eine T-Shirt-Marke, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und das Motto ist Dying Heroes. Das heißt, für alle Superhelden oder Helden-Interessierten unter euch ist es auf jeden Fall wert, da vorbeizuschauen. Es gibt extrem, extrem geile Ideen. Ich habe die Designs schon gesehen. Das hier ist natürlich nur ja, der Schriftzug, jetzt das Logo quasi. Aber glaubt mir, die Designs sind mega cool. Es gibt ein bestimmtes Prinzip dahinter. Es ist eine Story, die erzählt wird innerhalb von jeweils Kollektionen mit drei Shirts. Also das ist wirklich sehr, sehr geil. Solltet ihr auf jeden Fall auschecken. Abonniert vielleicht den Newsletter. Es lohnt sich. Diese T-Shirts werden nicht so teuer sein. Sie haben eine gute Qualität. Und es würde mich wirklich glücklich machen, wenn ihr zumindest auf Instagram einfach mal followt und so weiter und so fort. Weil es halt mein Projekt ist. Ja? Ich bin für das Marketing verantwortlich. Und dementsprechend wäre es umso cooler, wenn ich halt quasi meine Reichweite noch ein bisschen dafür nutzen könnte, dass ihr da mal vorbeischaut. Gerade die Superhelden Interessierten. Die, die es gar nicht interessiert, die überhaupt kein Interesse an T-Shirts haben, die überhaupt kein Interesse an sowas haben, an Helden und so weiter. Okay, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ihr müsst da nicht vorbeischauen. Es wäre aber halt lieb, einfach mal um es abzuchecken und vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Einfach ein dicker Gefallen, den ihr tun könnt. Vielleicht so als kleine Wiedergabe dafür, dass ich jeden Tag Videos mache. Unter anderem zwei die letzten beiden Tage. Heute kommt nur eins. Aber ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Morgen kommt der Prediction, Montag kommt Karrieremodus, Sonntag kommt ein Vlog. Ach, ihr seid schon gut versorgt eigentlich dafür, dass ich gedacht habe, ich mache ein Video pro Woche hier auf Malta. Naja, gut, ansonsten, ich habe nicht mehr sonderlich viel zu sagen. Heute Abend geht es ins Merch-Pub, das kennt ihr mittlerweile auch, das ist hier sehr, sehr geil. Ist ein Pub, in dem man, ja, kostenlos Tapas bekommt zu seinen Getränken. Man stellt sich ein Bier und man bekommt Essen dazu, kostenlos. Das ist ganz geil. Dazu läuft der Fußball. Premier League ist ja heute Abend das erste Freitagsspiel, glaube ich, seit Ewigkeiten. Läuft auf jeden Fall. Freue ich mich drauf und wird sicherlich ein gediegener Abend. Ich zeige nochmal das Design hier.
Er sieht wirklich cool aus. Die anderen Designs werdet ihr auch noch teilweise sehen. Ihr könnt auch gerne, wenn euch interessiert, was für Designs rauskommt, auf Instagram und Facebook wird immer wieder was geleakt werden die nächsten Wochen. Und ja, ein paar Designs werdet ihr auch auf YouTube sehen, weil ich natürlich die auch tragen darf. Und ich kann euch sagen, die Qualität ist gut, die Größen sind ordentlich und es gefällt mir sehr, sehr gut, diese Marke. Von daher kann ich auch, ist kein Product Placement übrigens, ist meine eigene Sache. Ja? Von daher ist es kein Placement. Ich kann das auch mit Überzeugung machen, weil ich es selber cool finde. Ich habe erst gedacht so ein bisschen, Dying Heroes, ist das was für mich? Eher nicht. Aber nachdem ich so ein bisschen da reingekommen bin, ist doch schon ganz nice. Übrigens, wirklich viel, viel von dem Content, was ihr sehen werdet, allgemein, was um diese Marke passiert, ist von mir geschrieben, veranlasst und so weiter und so fort. Also wenn ihr mal mein erstes Projekt im Marketing sehen wollt, checkt das auf jeden Fall aus. Ich habe noch ein bisschen was anderes als Aufgabe in dem Praktikum, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal gar nicht so beschissen. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung zu Mario Gomez Wechsel in die Kommentare, denn darüber rede ich im Sonntags-Vlog oder eventuell sogar schon morgen, je nachdem. Bin ich mal interessiert, was ihr davon haltet, allgemein von den Transfers der letzten Tage. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Daumen nach oben, kommentieren, Links auschecken. Bis dann. Wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Haut rein und ciao.